weil ich hier die ganzen Aquarien zeigen und alles, was es sonst noch so gibt. Willkommen zum neuen Video. Heute bin ich bei Green Aqua, einer der bekanntesten Aquascaping-Läden und Galerie. Also ich glaube, jeder, der auf YouTube unterwegs ist und sich für Aquascaping interessiert, kennt den Laden. Ich werde euch hier die ganzen Aquarien zeigen und alles, was es sonst noch so gibt. Ich bin gemeinsam mit dem Gerhard da, der schaut sich hier schon ein bisschen um. Und dann zeige ich euch mal alles hier in der Galerie. Also hier, wenn man reinkommt, ist das 360 Grad Zylinder-Aquarium mit den großen Bonser hier drauf. Das ist ja auch schon seit Anfang an hier. Ich glaube, es ist auch ziemlich gleich von Anfang an. Ich glaube, sie haben nur einmal ein bisschen was geändert. Es sind ja mehrere so Scheiben, die hier zusammengeklebt sind. Mhm. Aber schon echt cool aus, vor allem, wenn es so offen ist. Wird hier von oben mit so Spots beleuchtet. Ist natürlich nicht so viel Licht. Deshalb sind halt nur so Fahne und so im Wasser. Aber echt schon cool, die Fische da so zu beobachten, wie die da so im Kreis schwimmen. Der Teil hier unten mit den Zimmerpflanzen schaut aktuell nicht so ideal aus. Also, das schaut ein bisschen trocken aus. Da könnte ein bisschen was nachgepflanzt werden. Aber sonst ist es ganz cool. Also vor allem hier so im Eingang, wo man rundherum alles sehen kann. Dahinter sind dann auch schon ein paar Produkte. Also hier haben sie ein Dennerle, Shihiros Zubehör. Dann haben wir hier ADA Produkte, also Tools, alles weitere. Ja, alles, was es auch so bei Liquid Nature gibt. Also hier ist noch ganz cool. Hier sind so die ganzen Keys, Soil und Bodengrund und Filtermaterialien beschriftet, was man so anschauen kann. Da kann man sehen, wie schauen jetzt die verschiedenen Sandarten aus. Dann sind hier noch so ein paar Glassachen, die in Sicherheit sind, damit da nichts passiert. Da unten noch Außenfilter, die Superjet und noch die kleinen ADA-Aquarien. Dann geht es hier schon weiter mit dem ersten Aquarium. Ich weiß gar nicht, das ist so eine Mini-M-Größe. Mal so 30, 36 cm. Das ist 36. Nee, 36. Schaut ganz cool aus. Mit einer Twinster-Lampe und hier so ein Mini-Skimmer. Ja, da steht ein bisschen an, aber ich glaube, der funktioniert. Also die Oberfläche ist ganz sauber. Ist ganz nice. Ist halt bei so kleinen Aquarien immer schwierig, wie man das macht. Mit einem extra Skimmer, der ist halt relativ groß da drin. Da ist es so schon ganz gut gelöst. Ja. Dann hier drüben geht es weiter. Hier. Hinter der Decke ist hinten so ein kleiner Garten. Dann ist hier noch so ein Biop Earth, also so eine Oase, ein Terrarium. Und ja, hier ist dann, hier ist das Oase Biop Earth und das ist das Biop Air, sowas. Mhm. Und hier sind dann die ganzen Produkte, also alles, was es sonst noch so gibt. Hier steht auch ein Oase Biop Earth. Ist schon ganz cool, aber ich finde das Acryl halt einfach nervig. Also sind sehr leicht Kratzer drinnen und hier die Klebehundung. Stelle ja. Da, das sieht man. Ja. Ja, aber sonst ist das System ganz cool. Hier läuft gerade ein Ventilator, der kühlt das, denke ich. Oder belüftet das. Dann Beregnungsanlage, Heizung, ist halt alles drinnen. Das ist ganz cool. Und ist auch ziemlich groß, also braucht man schon Platz dafür. Ich finde vor allem den Unterschrank ganz cool, weil da kann man das drehen. Ich weiß nicht, ob das hier auch geht. Man kann das Ganze so ein bisschen drehen, aber ja, ist schon ziemlich teuer. Ich glaube 1500 Euro kostet das. Mhm. Also wenn man so ein komplettes System haben will, ist schon okay. Aber ich finde halt vor allem das mit dem Acryl halt echt nervig. Und hier geht es zur Galerie. Also hier das erste Aquarium, das ist auch relativ neu. Da gab es auch letztens erst ein Video. So ein Dennerle Cube. So eine Mini-Landschaft und so eine Filigranwurzel und Aufsitzerpflanzen. Hier ist der Pulpitus, die Form ist. Der ist halt unter Wasser immer schwierig. Also habe ich auch schon ein paar Mal versucht, aber will nicht so richtig. Also über Wasser wächst er auf jeden Fall besser. Aber ein ganz cooles kleines Setup. Dann hier sind Pflanzen. Hier einmal Emerse-Pflanzen. Invitus von Stoffels. Dann noch von Dennerle und natürlich von Tropica einige. Dann hier Pflanzenverkaufsaquarium. Auch viele Pflanzen. Ich glaube, hier läuft auch CO2 und da sind gute Lampen drüber. Also. Auch eine gute Auswahl. Tropica und Dennerle hauptsächlich. Ich glaube auch ein bisschen Stoffels. So die Wallisnerien. Aber ja, alles was es brauchen kann. Bis auf die Algenbälle.
die, von denen ich mich echt fernhalte. Und dann hier das Herzstück, die Galerie, also echt krass, die ganzen 1,20 Meter Aquarien hier und hier hinten das 180p und das 150p und hier die Raum 360 Grad Cubes, wie man das so sagt. Aber schauen wir uns zuerst die kleineren Aquarien an, hier die 60p's. Hier, das ist ganz cool, das ist eigentlich mit Vampirkrabben, da gab es ja auch ein Video zu, also ein Paludarium. Aber ich habe schon gesehen, da sind ein paar Krallenfrösche, sind das, glaube ich, oder? Ja, Zwergkrallenfrösche, ja, sind da versteckt. Habe ich vorher schon eingefilmt, finde ich auch richtig cool. Also, ich glaube, ich hatte da früher auch mal welche als Kind. Ja, ich also, auch. Sind schon coole Tiere. Aber hier, das schaut cool aus. Also, ist auch so ein Gitter, damit die nicht ausbrechen können. Aber ich glaube, das sollte ja nicht so das Problem sein. Weil hier auch viele Terrarienpflanzen, hier auch wieder der Pulpitis die Form ist. Mhm. Moose. Bei den Krabben ist die Gefahr, ja, dass die hinten rauskommen. Bei den Krabben. Dass okay, die da rausklettern. Die Frösche nicht, aber die Krabben. Ja, ja, die Frösche sind ja eh nur unter Wasser. Mhm. Aber beim Bierkrabben sieht man wahrscheinlich jetzt gar keine. Ich habe jetzt auch schon welche. Und tagsüber sehe ich die auch nicht so gut wie gar nicht. Also ich habe so ein, zwei Stellen, wo ich nachschauen kann. Aber sind sicher da drunter. Ja, das sind so wie so eine kleine Höhle unter dem Stein. Ja. Oder da dazwischen. Ja, irgendwo hinten. Ich habe schon geschaut. Aber er ist ein 60p. Ich weiß nicht, ob das Oase, glaube ich, ja, mit dem Oase-Cabinet. Okay. 35-35 und eine Shihiros-Lampe. Und sonst ist hinten noch ein kleiner Filter. Der hält das Wasser so ein bisschen unbunt. So ein kleiner Innenfilter, so eine Pumpe. Der den Hintergrund, der ist Überwasserteil ein bisschen bewässert. Und das Wasser noch mit der Technik. Also ist echt ein cooles Setup. Ist auch, denke ich, relativ pflegeleicht an. Mhm. Also schon ganz cool. Was ich immer ein bisschen ein Problem habe, wenn man halt so Aquarien als Terrarien hat, dass die Scheiben ziemlich schnell schmutzig werden, dass man die häufig putzen muss. Ja. Aber das wird hier wahrscheinlich auf jeden Fall gemacht, weil das schaut sehr sauber aus. Dann hier ein ADA 60F, schon das neue 60F-Maß. Früher war das ja ein bisschen flacher. Und das ist, glaube ich, auch relativ neu. Ich weiß gar nicht, ob es dazu ein Video gab. Bin mir ganz sicher. Auf einem ADA Glass Cabinet. Und eine ADA Aquasca RGB 2, die finde ich richtig schön, die Lampe, also vom Gehäuse und alles, schaut die mega nice aus, ist halt leider richtig teuer. Aber hier das über Gummi, schaut auch cool aus mit den Lava Pebbles und Galaxy Rasporal, die sind ein bisschen gestresst, ich glaube, die könnten ein bisschen mehr Unterstände vertragen. Also die haben hier hinten das Gras, das muss ich auf jeden Fall noch mehr ausbreiten, also wenn das dann hier hinten auch noch wäre. Und ein bisschen dichter ist, dann wird es wahrscheinlich passen. Aber jetzt gerade ist es noch ein bisschen zu frei für die, glaube ich. Die sind schon ziemlich in Stress. Sonst sind hier noch verschiedene Garnelen. Aber ja, cooles Setup. Ich finde, das schaut immer cool aus, aber wenn man dann die ganzen Kabel und Technik sieht, dann ist sein Glasgewinde immer ein bisschen unaufgeräumt. Und ich glaube, da braucht man schon irgendwo am besten dahinter einen Raum, wo die ganze Technik ist, damit das dann gut ausschaut. Aber das Layout ist cool. Mit den Pebbles. Vor allem ist es noch nicht so ganz runde, sondern so ein bisschen verformte. Vor allem auch der hier. Weil gibt es ja oft vor allem so ganz runde und die schauen dann immer nicht so gut aus, wenn man da nur die runden hat. Da ist so ein bisschen Struktur auf jeden Fall nicht schlecht. Dann geht es hier weiter mit noch einem 60p, auch ein ADA-Setup mit dem Metal Cabinet. Hier ist auf der Seite der Filter versteckt. So, nur schauen, da passen. Vor allem passt der Superjet hier rein, aber größere Filter wird immer schwierig. Aber auch ein schönes Setup. Hier mit der Hyperbar von Skylight. Auch eine richtig coole Lampe. Also würde ich sagen, gesagt, mein Favorit für so 60er Aquarien oder kleiner. Die Skylight Hyperbar. Sonst das Aquarium mit einer beleuchteten Rückwand. Ich muss sagen, da ist mir das Blau ein bisschen zu bläulich. Also das schaut ein bisschen zu künstlich hier aus. Aber sonst ist das Layout ganz cool. Vor allem die Hydrocortyl Tripartita als Bodendecker. Ist auch richtig cool, aber sicher richtig nervig zum Pflegen. Das muss man oft zurückschneiden, so wie hier die ganzen anderen Stängelpflanzen. Zwischen den Fahnen hinten eine Rhodala. Die kann noch ein bisschen dichter werden. Und hier ein Elicharis-Busch. Und hier die Boraras. Die passen hier richtig gut in dem Aquarium. Haben auch gut viel Platz zum Verstecken. Dann geht's weiter. Noch ein ADA 60P. Da gibt es ja auch schon einige Videos, auch schon mal ein kleines Rescape. Auch klassisches Nature-Style, was auch echt cool ist, also
hier auf der Seite mit der Plüxea Bonica. Auch hier, die schaut richtig gut aus, so leicht rötlich schon. Dann hier Bogus Demon Rectus, müsste das glaube ich sagen. Mhm. Aber die ist auch richtig rot, also schaut auch nice aus. Ist auch sehr rot. Und halt einige Putze für Landras und Anubias. Die sind auch richtig gut. Und ich glaube, das hier ist die neue Twinstar S3. Also das neue Modell. Muss ich leider sagen, ich finde, dass das jetzt hier auch aus Kunststoff ist und so überstehend ist. Gefällt mir nicht mehr so gut wie die alte. Aber die Farbe selbst, dass es ein bisschen dunkler ist, ich glaube, das erkennt man jetzt leider relativ schlecht. Das finde ich ein bisschen schöner. Und jetzt ist es auch so, dass es einmal die Aussiebandfüße gibt und optional kann man die aufhängen und braucht sich nicht vorher entscheiden. Dafür gibt es die Metallfüße nicht mehr. Und das finde ich leider echt schade, weil ich fand die mit den Metallfüßen am schönsten. Mhm. Ansonsten die Fische sind hier Honig, Guramis, hier, was sind das? Sind das Simenische? Simenische Rüsselbaum, ja. Muss ich sagen, finde ich nicht so cool, weil die werden viel zu groß. Mhm. Wenn man jetzt hier einen Laden hat und die umsetzen kann, geht's. Aber wenn man die für 60p kauft, ja, die ist das eine Katastrophe. Vor allem, weil, wenn die größer sind, fressen die keine Algen mehr. Mhm. Also finde ich leider nicht so cool. So, dann geht es hier weiter mit noch ein 60p. Also das ist schon auch sehr überwuchert mit den ganzen Anubias. Also irgendwie ist auch schon alles ganz nach vorne gerutscht. Also da ist wirklich alles steht an der Scheibe an. Ich denke mal, dass das bald neu gemacht wird. Aber so im Großen und Ganzen schaut es trotzdem gut aus. Aber es ist halt schon ziemlich überwuchert. Also müsste man auf jeden Fall mal die ganzen Anubias zum Teil ausdünnen und viel rausholen, weil sonst einfach zu viel wird. Aber algenmäßig schaut es echt gut aus, also da ist eigentlich am Pinselalgen so sieht man eigentlich so gut wie nichts. Und hast du schon was gefunden? Nein. Also hier ist da, auch der die Flüssigkeit. Ich sage, das Blaue gefällt mir nicht so. Aber das verklebt halt immer so ein bisschen. Das ist halt immer so ein bisschen ein Nachteil. Muss man auf jeden Fall einen Rückschlagventil benutzen, weil wenn das in den in den Druckregler kommt, ist es nicht gut. So, hier noch das 60F. Ist ja auch relativ frisch mit richtig viel Holz. Finde ich aber richtig cool aus. Hier sind ein paar Algen auf dem Holz, aber das ist ja noch relativ frisch, also ich denke, die werden noch weggehen. Hm. Aber sonst ist schon cool, also das ganze Moos hier drauf ist schon ein bisschen trocken, oder? Das ist sehr trocken. Ja. Aber sonst ist es cool mit den. Okay, ist feucht. Hinten ist feucht, aber da vorne ist trocken. Dann ist hier noch ein Skaterpark, eigentlich, ich glaube 70 Liter oder ist das 55? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. 70? Glaube ich. Ja, könnte 70 sein. Und hier ist die neue Skylight Entwick über den Aquarium. Aber ich habe mir jetzt auch schon daheim. Mit den Acrylhalterungen. Aber macht auch ein schönes Licht. Und ist halt vor allem eine Lampe, was auch in Abdeckung rein kann. Also ist komplett versiegelt. Also kann man die auch in ein Aquarium mit Abdeckung reinbauen. Aber ja, auch ein schönes Aquarium. Und dann hier die 90x90 Cubes. Die sind echt cool. Sind ja hier auch die Skylight Hyperspots mit dem Aquarium. Das macht es auf jeden Fall viel besser, weil man kann hier drunter stehen und es blendet einfach nicht. Mhm. Und trotzdem ist noch viel gutes Licht unten am Boden, also ist echt gut ausgeleuchtet. Das Aquarium hier ist auch echt cool mit den Holzstücken. Die haben wir hinten auch schon gesehen, die seht ihr nachher nochmal. Schauen wir zum Husky auch noch hinterher. Aber das ist ganz cool und vor allem ich finde die Gitterpflanze cool. Das ist Aponogeton Madagasciensis. Ja, die ist sehr cool. Ja, die will ich auch in 120er dann benutzen im Hintergrund. Weil finde ich das ist einfach krass, wie die ausschaut. Also mit den ganzen Löchern, mit den ganzen Stützen. Echt cool. Hier auch ganz normale, hier im Blütenstand. Dann ist hier wahrscheinlich die Echinodorus argentinensis. Mhm. Die wird dann auch mit der Zeit richtig groß werden. Also das schaut dann mega aus. Und hier auch Neonsalmler, bin ich auch einen guten Besatz dafür. Wieder Algenfresser. Aber sonst ist ein echt cooles Layout. Ich muss sagen, es ist echt sauber. Also mir kommt vor, dass im Vergleich zu 1,5 Jahren, wo ich da war, es auf jeden Fall sauberer ist, was den Aquarienzustand angeht. Also was Algen uns angeht. Vielleicht sind auch einfach gerade die Aquarien neuer. Ja. Kann auch sein, dass beim letzten Mal einfach viele alte Aquarien noch da waren. Aber. Den sieht man ja, wie das Soil ist ja noch relativ frisch, ja. Der Bodendecker ist noch nicht wirklich extrem dicht. Glaub, ja, sonst sind hier noch Fadenfische, die sind noch ziemlich klein, die werden noch wachsen. Aber ja, cooles Layout, was man von allen Seiten anschauen kann. Ich finde den echt schaut es kleiner aus als auf Videos, also im Video schaut es immer größer aus. Mhm. Das ist da immer ein Unterschied, vor allem, wo ich das erste Mal da war.
war ich ein bisschen überrascht, dass alles ein bisschen kleiner aussieht, vor allem die 120 cm Aquarien, aber auch die 60 cm Aquarien, weil die auch so tief hier stehen, wirken kleiner als jetzt irgendwo anders meistens. Mhm. Weil halt hier sollen drüben noch die großen Aquarien sind. Dann kommen wir hier noch zum anderen Cube. Auch richtig cool, hier sind die Sensei Stones, die gefallen mir auch sehr. Was auch hier cool ist, dass hier hauptsächlich die Poraras drinnen sind, also viele kleine Fische. Ich glaube, das sind nur Poraras. Nein, nur die Urobdalmoides und die, also verschiedene Poraras sind da drinnen. Verschiedene Poraras. Ja, und die Netzspindelalf. Ja, die sind natürlich auch wieder da. Fangen schon an, sich über das Moos herzufallen. Aber sonst hier der Bodendeck auch ganz cool mit der Hydrokodyl wieder. Auch sicher richtig nice, wenn wir es dann zurückstarten. Aber weil das hier so flach ist, ist es eigentlich gar nicht so schlimm. Also da kann man ganz gut wahrscheinlich immer schneiden. Aber er schaut auch cool aus. Vor allem halt der Übergang mit den spitzen Steinen ist sehr nice. Dann schauen wir uns die 120 PS an. Also hier das erste. Ich muss sagen, das ist bei mir der letzte Platz von allen 420 PS. Das gefällt mir ehrlich gesagt nicht so besonders gut. Ich weiß nicht, was es ist. Hier sind ja auch andere Lampen. Hier ist die Shihiros. Das ist natürlich auch kein fairer Vergleich zum Solar-GB und dann hier die Shihiros. Wie wird's? Also das macht das Ganze auch schon mal nicht so schön im Vergleich. Aber ja, generell das Layout ist mit den schwarzen Keys und den Lavasteinen. Das ist einfach nicht so mein Geschmack. Das ist ja natürlich Geschmackssache. Sehr dunkel und die Pflanzen sind sehr einheitlich irgendwie. Es gibt ja keine Stängelpflanzen. Irgendwie hebt sich da nicht viel ab, finde ich. Ja, die Pflanzen wirken auch zu dunkel. Vielleicht wenn da ganz knallgrüne Pflanzen wären, und würde es vielleicht auch einen Unterschied machen. Die Lavasteine sind fast alle dieselben, bis auf den einen. Ja. Der sticht ein bisschen raus. Hier zum Fischbissatz, die Rotkopfsammler. Und Netzpinselalgenfresser, also das sind echt viele da. Aber ja, sonst verschiedene Aufsitzerpflanzen und hier auch Korallenmoos. Also, wie gesagt, ist nicht so mein Fall, ist aber natürlich Geschmackssache. Aber weiter geht's gleich mit dem nächsten Aquarium und das finde ich richtig nice. Also das ist mein Favorit hier. Schreibt auch gerne Kommentare, welches euch am besten gefällt. Aber das hier von Luis Cardoso, wenn ich ihn richtig ausgesprochen habe, wenn nicht, sorry, ich werde euch den Namen einblenden. Gab es auch einen Workshop, das finde ich richtig gut, vor allem auf Video, also ich auf der Kamera, wirkt es gerade richtig spektakulär. In echt natürlich auch mit den riesen Drachensteinen. Kommt man gleich Lust, auch was mit Drachensteinen zu machen und Stängelpflanzen. So ein Brazilian-Style, also gefällt mir sehr. Auch hier die, sind das blaue Neons? Ja, oder? Gar nicht scheu, also ich hatte die auch schon mal und da habe ich die irgendwie nie gesehen, die waren immer irgendwo hinten versteckt. Also das passt ja echt gut. Ich finde auch die blauen Fische passen hier gut rein, so den ganzen grünen Pflanzen. Den ganzen Hintergrund Rhodalas, hier auch Rhodalahara und wahrscheinlich Green, vielleicht ist es auch eine andere Art, bin ich ganz sicher. Hier auch eine Rhodalarotanifolia wahrscheinlich. Also sehr dicht schon. Noch hier das Monte Carlo, was so kriechend die Steine runterwächst. Und hier die verschiedenen Moose. Sieht auch mega nice aus. Also das gefällt mir echt gut. Echt cooles Aquarium. Also ich bin halt nicht so ganz der Fan von denen, wenn das so flächig drüber hängt, wenn das ein bisschen offen ist, eher so wie es da ist. Weißt, ein bisschen müsste aber so vielleicht nochmal ein bisschen was wieder wegnehmen, dass nicht zu viel wird. So wie es da ist, wenn so einzelne Strähnen runterhängen, finde ich es besser als wie aus einem ganzen Busch. Dann weiter geht's hier. Das ist aber nicht das Aquarium, was der Fabian Beck angerichtet hat, das ist jetzt glaube ich schon wieder weg. Das ist glaube ich ein anderes. Das war aber glaube ich hier. Auch so ein Insel-Style mit so einem riesen Busch an Aufsitzerpflanzen, Trident von Anubias. Dann hier die Kongo-Salmler, sind auch richtig schön, bekommen auch schon langsam die ausgezogenen Flossen. Gefallen mir auch sehr. Und dann hier, welche waren das nochmal, die was hier unten sind? Du weißt es glaube ich, oder? Die Buschfische, aber welche genau weiß ich jetzt nicht. Leoparden-Buschfisch, denke ich. Ja. Schon auch richtig cool aus, oder meinst du, dass die relativ aggressiv und groß werden? Ja, das sind Lauerjäger, also es funktioniert Garnelen. Mit Garnelen und mit kleinen Beifischen auf keinen Fall. Ich glaube, Garnelen sieht man hier auch gar nicht, also entweder waren keine drinnen oder es sind jetzt keine mehr drinnen. Also eigentlich nicht Aquascaping tauglich, wenn man Garnelen oder... Hier sind auch die Rhino Stones, so ähnlich wie die Dark Blue Skyrocks,
Passt, finde ich, auch ganz gut. Auch wenn die ganzen Moos als Bodendecker und hier mit, ich glaube, sie ist eine Folie als Hintergrund. Mhm. Ein blauer Verlauf. Passt, finde ich, auch ganz gut zu den Layouts. Und dann geht es hier weiter. Das ist eigentlich schon ein Paludarium. Also hier auch ein 120p. Die sind alle 1,20 m, 45 und 45 cm. So waren ja auch früher die alten ADA 120p's. Jetzt sind sie ja 1,20 m, 50, 50, also eine Spur größer. Aber das ist auch richtig nice. Ich will gar nicht wissen, wie viele Kilo Mini-Landschaft da drinnen sind. Also das ist schon einiges. Also so ein Aquarium wiegt dann schon echt viel. Hier sind ja riesige Steine, die von ganz unten bis ganz nach oben gehen. Wahrscheinlich auch viel verklebt. Aber hier auch der Wasserfall und der Nebel schaut mega nice aus. Und hier die ganzen Fahne, ich glaube, sie sind so ein Zier. Nein, also Spargel. Spargel, ja. Zierspargel. Ja, genau. Beides. Schaut auch richtig nice aus. Und das ist wahrscheinlich irgendeine Rhodala oder so. Ist das eine Rhodala? Auf jeden Fall irgendwelche im ersten Aquarienpflanzen. Ich muss sagen, die Wasserlinsen finde ich aber auch echt ganz. Weiß ich nicht. Das ist irgendwas anderes, glaube ich. Und dann ist vielleicht irgendeine Pilea-Art. Aber ja. Keine Ahnung. Schaut auch, finde ich, sehr nice aus. Also, mir gefällt es ganz gut. Hier auch so eine Schlucht. Ansonsten ist hier eigentlich schon eine ganze Steinmauer. Da sind noch weiße Weißfische drinnen. Das Interessante ist, dass. Entschuldigung, das ist deine Rede, aber da ist ja kein Lightscreen, da ist nur hinten eine einzige Lampe. Ah, okay, da ist nur die Lampe. Ich habe mir nämlich zuvor gedacht, warum leuchtet es da und warum leuchtet es da nicht, weil da sieht man durch. Aber es ist nur wirklich da. Eine Lampe hinten. Ja. Ich zeig das einfach mal. Hinter den Kulissen. Ah, okay, das ist einfach so ein Stativ und eine Lampe irgendwie mit einem Tuch noch. Aber ja, vor allem, wenn man nur so eine kleine Stelle hat, wo es rausscheint. Das ist eine gute Möglichkeit, weil da jetzt extra einen Lightscreen montieren, für das, dass man 5x 20 cm sieht. Ja. Ist halt nicht so gut dann, außer man hat es sowieso schon von einem anderen Layout. Aber finde ich auch ganz cool. Aber was ist dein Favorit von den 420ern? Von den 120ern muss ich ehrlich gestehen, das. Okay. Ich finde zwar das auch sehr vital und gefällt mir auch gut, aber ich bin halt ein Fan von so Inselscape, ein Fan von Kongo-Sammler. Ja. Und ich finde auch diesen gemischten Bodengrund, also das ist der Vio-Bodengrund, denke ich mal, finde ich auch sehr ansprechend, sehr natürlich irgendwie. Und ja, voll. Also wenn da jetzt unser einfarbiger wäre, wäre es wahrscheinlich zu clean. Ja. Ich bin ein ganz der Fan von diesen Moos-Polster, also da würde ich wahrscheinlich eher irgendeinen Bodendecker nehmen, aber generell finde ich das, also ist das mein Favorite. Okay. Von den 120ern. Ja. Ich würde sagen, von generell von der Galerie bin ich mir echt unsicher, kann ich mich irgendwie nicht so richtig entscheiden. Schwierig, weißt du. Also ich finde das auch cool, aber das ist gefühlt halt noch zu frisch. Das also wenn dann die Anubias hochgewachsen ist und der Bodendecker dichter, könnte das mit meinem Favorit sein. Aber das andere finde ich eigentlich auch ganz cool. Ja, ja, schwierig zu sagen. Ist halt mal was anderes. Aber trotzdem ist das 120 für trotzdem noch mein Favoriten dabei bei mir. Also steht ganz vorne. Und dann kommen wir hier zum 180p. Das ist jetzt halt schon nochmal eine Hausnummer. Ne? Ja, das ist echt monströs. Zum Vergleich. Ja, wenn sich der Gerhard hier dazu stellt. Also sieht man erst, wie groß das ist. 1,80 m, 60-60. Also das ist schon eine Nummer. Und hier Nature Style. So ein Aufbau mit den Wurzeln auf die Seiten hin. Auch sehr nice. Ich muss sagen, ist gerade nicht so der Top-Zustand. Also auch hier die ganzen Krypten sind schon ziemlich hoch gewachsen. Ich würde es ein bisschen besser finden, wenn die ein bisschen niedriger wären. Rückschnitt wäre da schon einmal angebracht. Und auch die Stängelpflanzen sind noch kein schöner, einheitlicher Busch. Also müsste man noch ein paar Mal schön schneiden, damit die dann einmal einen schönen Busch machen. Dann wird das, glaube ich, noch mal um einiges krasser, wenn das noch ein bisschen schöner wäre. Auch hier das Monte Carlo sieht man halt, dass es so teilweise zurückgeschnitten ist. Aber im Ganzen, ich glaube, das müsste man auch einfach mal zum größten Teil entfernen und neu wachsen lassen. Auch hier das Moos, das schaut nicht so cool aus, das ist ziemlich dunkel. Naja, das sind die. Das sind die, Barben. Rüsselbarben, die nagen da oder das ganze Moos ab da oben. Ja, deshalb kauft euch keine Rüsselbarben oder siamesische Bauchteigenfresser. Die sind einfach nicht für Aquascapes geeignet. Ich glaube, in der Größe wären sogar okay. Ja, also das Aquarium wäre zumindest von der Größe okay. Aber halt für die Pflanzen ist es halt nicht so ideal.
aber dennoch ist es ein krasses, sehr großes Aquarium. Hier auch drei Solaralgebiets. Fischbesatz ist jetzt ziemlich gemischt, also einmal die Regenbogenritzen, dann die, weiß ich nicht, was welche das sind. Schauen fast aus wie Zebra-Bärbling, aber größer, also sind ziemlich andere. Ansonsten noch fünf Gürtelbarben und auch hier die Bitterlingsbarben dahinter, finde ich auch richtig cool, wenn es die normale Zuchtform ist, so wie die hier. Wenn sie so lange Flossen haben, finde ich die einfach nicht schön und einfach nicht cool. Also ich bin da gar kein Fan von. Ich weiß nicht, schreibt es gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Weil ich finde einfach die normale Form, so wie sie auch teilweise ist, richtig schön. Also richtig schöne Fische, vor allem die Männchen werden dann auch so knallrot, so wie der da hinten. Aber die langen Flossen sind einfach nicht nötig. Das nächste Aquarium hier, das kann ich euch noch nicht zeigen. Also ist jetzt ein Gerhard ein bisschen davor. Das ist in Tommy sein IRPLC-Aquarium. Also das werdet ihr dann in ein paar Wochen sehen. Da gibt es dann auch Videos dazu. Schaut aber sehr nice aus. Gerade ist der aktuelle Stand nicht so gut, hat er gemeint. Also ist gerade nicht so nice, aber er hat ein gutes Foto gemacht. Also mal schauen. Ich wünsche auf jeden Fall viel Glück, dass er in der Top 100 ist. Wäre auf jeden Fall ein cooles Aquarium. Und auch die Größe ist sehr nice. Würde ich euch gerne zeigen. Aber geht leider noch nicht. Das ist hier die Galerie. Also ist schon echt cool, vor allem sehr groß. Es sind auch so Plätze zum Sitzen. Kann man sich umschauen und alle Aquarien beobachten. Die Aquarien sind auch ziemlich hoch. Also ich weiß gar nicht, wie hoch das hier ist. Also 1,20? Geht auch 1,20. 45? Ja, ja. 1,20. Also 1,20 könnte schon hinkommen. Ist halt so optisch ganz cool, weil man halt im Stehen alles gut sehen kann. Auch hier. Aber da braucht man auf jeden Fall eine Leiter, außer man ist halt riesig. 1,50 hätte ich mal gesagt. Ja. Und hier ist ja auch der Schrank ein bisschen niedriger. Aber halt trotzdem ist das Aquarium dann ziemlich hoch. Mhm. Aber es ist halt zum Beobachten und zum Anschauen, wenn man hier reinkommt, richtig nice. Also das ist dann schon cool. Ja. Aber ich glaube, zum Pflegen ist es eine Katastrophe. Brauchst du auf jeden Fall einen Leiter. Also auch wenn ich vielleicht jetzt einige Sachen kritisiert habe und nicht so gut gefunden habe, ist alles generell schon sehr, sehr nice hier. Also es ist schon jammern auf hohem Niveau. Es sind ein paar Kleinigkeiten, was auch teilweise persönlicher Geschmack sind. Also da soll es nicht rüberkommen, als ob ich jetzt irgendwie viel kritisieren würde. Aber mir ist auch wichtig, Sachen zu zeigen, die nicht so perfekt sind oder ich einfach nicht so gut finde. Aber trotzdem ist halt alles hier echt nice. Also die Größe alleine, die ganzen Aquarien, ist echt cool. So, dann geht es hier hinten weiter. Einmal zum Hardscape und zu den Fischen. Und hier ist der Teich innen. Also mit den Koi. Dann schauen wir mal hier nach hinten. Also hier sind zum einen Wabikusa und Terrarien. Also hier oben auch die neuen Zellgläser, dann hier ein großes Wabikusa mit so einer Halterung, so ein Wabikusa-Board mit Lampe und hier halt sehr viele kleine Paludarien, Wabikusa-Terrarien, hier das ganz alte Aquarium, das kennt man ja auch von verschiedenen Touren, ist jetzt gerade hier so als Terrarium. Auch hier, das schaut auch sehr cool aus. Aber ja, hier ist eine kleine Galerie mit verschiedenen Wabikusa. Hier die Dora Shizuko-Bots, durch die Sailgläser, Neogläser. Und hier sind dann noch verschiedene leere Aquarien. Und hier geht es dann weiter zu einem Fischverkaufsraum. Und hier hinten Hardscape. Aber hier einiges an Fische. Ich werde euch da jetzt nicht genau alles zeigen. Aber gibt einiges, der Gerhard ist da auch schon am Schauen. Ich habe hier auch einige Garnelen. Was ich ganz cool finde, hier die Erbsenkugelfische. Ich fühle bei mir die Leopardkugelfische. Aber hier die Erbsenkugelfische. Ich weiß gar nicht, ob man die sehen kann. Ziemlich schwierig, aber ich glaube ja, die sind echt winzig. Also die sind schon cool auch, aber da muss man auf jeden Fall ein Atemaquarium für die machen, wenn man die alleine einsetzt. Aber es sind coole Fische. Ansonsten gibt es halt auch relativ viel hier in Auswahl. Auch Sachen, was ich jetzt nicht so besonders finde, wie die Goldfische. Also sonst gibt es auch schöne Discos. Hier auch Schokoguramis. Und hier sind auch noch mehr Reihen mit mehr Fischen. Also gibt schon viel an Auswahl. Ja, verschiedene Leuchtaugenfische. Pseudomogile Arten. Hier unten noch mehr, die sind auch richtig cool. Das sind die Filigran. Bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall die Werneri.
sind auch richtig schön, wenn die da mal lange Flossen bekommen. Dann hier noch mehr, Vocatus, das man auch kennt. Dann hier ein paar Skalare. Noch mehr Regenbogenfische, also die böse Mani. Die hier, die finde ich auch richtig cool, die werden ja auch riesig. Aber wenn die dann groß sind, sahen die richtig gut aus. Und hier oben, das müssen die Diamant-Regenbogenfische sein. Dann hier die Dornaugen, also hier sieht man die auch. Bei Liquid Nature ist ja so, dass man die fast nie sieht, weil das Aquarium auch eingerichtet ist. Aber da sind auch einige. Finde ich auch richtig cool, also die würde ich auch gerne mal mehr haben. Dann hier die Klassiker hier oben. Feuersäumler, dann die Kubutai, dann rote Neons und auch Neonsäumler. Und das finde ich echt nicht cool. Also die mit den langgeflossenen, langgezogenen Flossen ist gar nicht meins. Also das finde ich nicht so cool, dass sie solche Tiere auch da haben. Bin ich überhaupt kein Fan von. Wie die schon schwimmen, finde ich irgendwie nicht so ideal. Ich glaube nicht, dass den Fischen damit so gut geht. Ich glaube, da ist die normale Form schon mal einiges besser. Also würde ich euch nicht empfehlen, euch solche Tiere zu holen. Hier noch Kaifeck-Beiblinge, die sind auch schon richtig groß. Hier daneben die Esbei. Jede Menge andere Fische hier noch, Kampffische und Nanofische hier unten. Aber schauen wir mal zum Harzgeber, der Gerhard ist ja schon am Wühlen. Und hier gibt es auch jede Menge so Stofftiere. Aber hier geht's zum Harzgeber. Der Gerhard ist ja schon ein bisschen am Durchschauen, also hier Driftwood. Aber relativ schönes Holz, also ja. Ziemlich sauber und ziemlich schwer. Und deshalb auch ziemlich hart und langlebig. Also das ist sehr massiv, ja. Ja. Das löst sich, glaube ich, nie auf. Nein, das ist ewig. Aber ja, hier ja große, hier hinten noch große Stücke und lange Stücke. Ist nicht nice. Also. Ja, da habe ich schon überlegt, ob ich die vielleicht mitnehmen sollte. Vor allem, weil da auch nicht so ein riesen Strunk oder so dran ist, sondern die ist relativ dünn, aber ziemlich lang. Ja, sowas findet man ja weniger. Kann doch eine Sense sein. Aber oft ist dann immer so ein großer Golfschläger. Schnüppel noch dran. Ja, ich meine, das ist trotzdem noch schwer genug, weil das ist doch massiv. Ja. Ja, sonst gibt es hier noch Spiderwood, einiges. Klassisch. Also ganz klassisch. Dann hier, das ist wieder das Black Slimwood, was wir auch bei Liquid Nature haben. Genau. Da sind noch einige große Stücke dabei. Dahinter das Dragonwood oder Quailwood, wie das heißt. Ich muss sagen, ich bin nicht so ein großer Fan davon, weil das halt immer ziemlich anstrengend ist. Da muss man auf jeden Fall einen Darkstart machen. Das hat ziemlich viel Bakterienrasen. Also kann ich nicht so gut empfehlen. Also ich finde immer Driftwood mit am einfachsten, also mit am besten. Aber auch zum Beispiel das Black Slimwood funktioniert auch immer richtig gut. Dann gibt es hier noch so Mini-Wood-Stems, haben wir bei Liquid Nature auch. Die Mini-Woods heißen die bei Liquid Nature. So kleine, wie Spiderwood von der Farbe auch. Stücke, mit denen man ganz gut Bäume und so bauen kann. Dann ist hier noch viel kleineres Driftwood. Interessant. Ja, das sind auch coole Stücke, so richtig so flach. Da kann man, also, kann man auch was Interessantes dazu machen. Ja. Harzgeber ist immer so eine Sache, egal wo man hinkommt, vor allem wenn es halt so eine große Auswahl gibt, findet man immer irgendwas, was man irgendwann mal wo verwenden könnte. Und vor allem hier sind halt viele Stücke, was zusammenpassen, also das ist ja auch immer wichtig. Es ist halt immer cool, wenn man ein cooles Stück findet, aber besser ist, wenn man halt Stücke hat, die zusammenpassen, dass man gleich ein Layout draus bauen kann. Ja, voll. Ja, da hast du ziemlich viel Ähnliches, vor allem die Struktur ist immer sehr ähnlich. Das stark perforierte, das finde ich auch sehr, sehr stark. Ja, ist schon cool. Also, ob man das überhaupt sieht auf der Kamera so gut. Ja. Aber ja, weiter geht's mit noch mehr von den Black Slimwood. Das heißt jetzt hier Coral Sinker. Aber ist, denke ich, dasselbe. Also ist ja oft so, dass Holz irgendwie von anderen Großhändlern einen anderen Namen haben, aber relativ ähnlich ist. Dann hier noch Lightwood. Also ganz feine Äste. Also sehr gutes Gestrüpp für Details wahrscheinlich eher. Dann hier sind mehrere Dojos, also hier drei Stück, also hier auf der anderen Seite. Und hier kann man kurz ein Aquarium vorbauen. Dann hier Steine, einmal schwarze Laber. Ganz klassisch. Ja, dann noch dunkle Mini-Landschaft. Dann geht es hier weiter mit Frodo-Stones. Noch ein paar schöne dabei. Ich glaube, große sehe ich gerade nirgendwo. Aber vielleicht so Main-Stones.
Ja, meinst du uns? Nein. Sind wir jetzt nicht. Aber ja, Frodo Stones sind die ziemlich ähnlich zu den Alpine Stones, was es auch bei Liquid Nature gibt. Dann ganz klassisch normale Mini-Landschaft. Dann hier die Black Pebbles, heißen ja überall ein bisschen anders. Lava Pebbles bei Arca zum Beispiel sind eigentlich fast genauso. Bei Liquid Nature heißen sie Flusssteine oder Flusspebbles, bin mir gar nicht ganz sicher. Aber ja, so ist eigentlich Basalt rundgeschliffen oder rundgespült. Und dann, ja, hier sind noch interessante Steine, die Sensei Stones. Sensei. Die sind noch ganz cool. Ja. Also, das draußen auch Skate damit. Was das eine sehr stark ist. 60 Grad quasi. Für über Gummi ist das sicher cool irgendwie. Ja, schaut interessant aus, vor allem ein bisschen was anderes. Ja. Und dann daneben noch die Wild Rhino Stones. Was auch sehr cool ist, wir haben ja bei Liquid Nature die Black Dark Blue Skyrocks, aber da gibt es immer nur so flache Stücke und hier gibt es auch so größere, dickere Stücke, also auch hier der große Stein hier. Genau, das sind so eher die Standardsachen bei Liquid Nature, die Black Dark Sky. Dark aber hier gibt es auch so, so größere, also vielleicht nehme ich mir da ein, zwei mit für mein nächstes 120er. Ja. Mal durchschauen, weil da möchte ich die auch zum Teil verwenden und ein paar Steine mischen. Und gerade sowas wie das, was halt ein bisschen dicker ist, ist dann auch ganz gut, weil das auch ein bisschen mehr Struktur hat. Sonst sind hier noch die Kubo-Dekorationen von ADA, was jetzt neu sind. Dann verschiedene Sandarten, so ein paar Bonsais, noch der Vio-Sand. Hier sind auch noch ein paar Steine. Einmal Pagode, die gefällt mir jetzt nicht so. Also jetzt nicht zu meinem Geschmack. Aber hier Drachensteine. Was ist das noch? Ja, also. Ich glaube, das ist das versteinerte Holz. Ah ja, ja, stimmt, versteinertes Holz, ja. Da sieht man es. Also steht hier wahrscheinlich auf Ungarisch. Also, ja, versteinertes Holz. Und hier noch. Keine Ahnung. Mountain Stone. Also, nein, sind aber, ja, auch jetzt nicht so besondere Stücke dabei, muss man schon sagen. Sehr hell. Und ich glaube, das härtet auf, das Wasser. Ja, schaut sehr danach aus. Schaut ziemlich aus, ähnlich aus wie die Steine von Arca, die Frodo Rocks. Die schauen sehr ähnlich aus dazu. Die sind auch so hell. Ja. Der ist sehr ähnlich. Also ich denke, dass die ziemlich aufwerten werden. Aber ja, steinmäßig gibt es schon viel Auswahl hier. Also ich denke, da gibt es auch wahrscheinlich mehr noch. Ist auch alles voll. Auf allem die zwei Steine hier, die Rhino Stones und die Sensei, finde ich sehr cool.